Hallihallo bei Freileben mit Pascal und Dean. Ihr seht es schon, heute gehen wir in Naturschutzpark Azuaje. Das ist hier das Barranco. Ihr seht, die Lichtverhältnisse sind prima, Handgelenk so. Naja, das Wetter, Sonne bewölkt, aber egal. Wir werden jetzt uns hier mal runterschlagen. Die Wege sind auch ganz toll. Und werden nämlich Moya. Da werden wir hinwandern, da oben hin. Das werden wir uns heute mal antun. Soll ganz schön sein. Werden wir zusammen erkunden. Heute Expedition nach Moya. Da wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Dean ist hier zack auch schon bereit. Also alle sind bereit. Die Wege, ja, ihr seht es, das sind anspruchsvolle Wege hier. Macht natürlich Spaß, den Naturschutzpark hier direkt vor der Hütte zu haben. Das ist ein aufregendes Gelände. Hier hat man, ja, ihr habt schon das eine oder andere gesehen. Viele Baumstämme dienen hier als natürliche Brücken, wo über diese Flüsse gehen. Und deshalb ja, immer wieder ein Abenteuer, ob man trockenen Fußes rüberkommt. Ja, ihr seht schon, wir sind mittendrin, das fängt an, wir müssen erstmal hier runterlaufen, damit wir dann hier hoch wieder laufen. Tja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken und dann sehen wir uns später im Moya wieder. So, wir sind jetzt hier unten. Ha, ihr seht schon, hier sind wir unten am Barranco Azuaje. Jetzt ja, geht es eigentlich nur noch hoch Richtung Moya. Und eine kleine Flussüberquerung. Und dann sehen wir mal weiter, wie das aussieht. Ihr seht, das ist immer so eine Sache, schnell rüberhüpfen. So geht das hier im Barranco Azuaje nonstop. Das ist also sehr natural gehalten. Ups, jetzt mal schnell hier rüber. Aber ganz klar, eine wunderschöne Gegend hier. Also kann man nicht meckern. Frei, 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 yeah. Frei leben. Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Natur. Hier draußen brauchst du nur die Sonne, keine Uhr. An sonnigen und auch weniger freundlichen Tagen. Der Wald ist der Speck und wir sind die Maden. Lass uns aufbrechen, andere Gegenden auschecken. Wunder der Natur genießen, weit bis ins Meer die Bächlein fließen. Entscheide dich, es ist dein Leben. Entweder Sklave des Systems sein oder frei leben, ja. Frei, 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 frei. Ja, in Spanien nicht den besten Winter, also so gesehen schon den besten Winter. Das war super warm, aber es hat wenig geregnet. Somit ist ein bisschen Wassermangel. Hier unten geht es noch, also hier unten ist eigentlich das ganze Jahr feucht, egal was passiert. Hier unten ist es grün, es hat viel Wasser, also dementsprechend und das funktioniert noch. Gran Canaria so gesehen hat doch Probleme, da der Winter echt nicht viel Regen gebracht hat und somit das Logo sind die Pools nicht wirklich befüllt und gibt dann kleinere Problemchen. Aber ihr seht das, also hier die Wege, die sind echt sehr natürlich gehalten, total witzig und total schön, würde ich mal sagen. Suchen wir den Eingang Richtung Moya. Deshalb genau kommen die Leute hier nach Viergas in diese Wanderregion, weil es einfach extrem dschungelartig ist und sehr vielseitig. Da gibt es natürlich verschiedene Strecken. Ich habe gehört, heute Anstiege bis 30 Grad oder mehr. Werden wir sehen. Ja, auf jeden Fall ein super Klima, super schön kühl hier unten. Das müssen wir leider gleich wieder verlassen. Weil wir dann hier oben hochgehen Richtung Moya.
Da sollte jetzt irgendwann mal eine Abzweigung kommen. Aber das ist schon gigantisch hier. Die ganze Umgebung hier, das ist ein Traum. Das sind mehrere Barrancos. Also man kann hier problemlos eine Woche wandern und jeden Tag neue Wege entdecken und Traumörtchen erlaufen. Und das ist natürlich ja Balsam für die Seele und für den Körper. Da geht es jetzt nach oben. Da werden wir jetzt mal hochstiefeln. Keine Ahnung, 30, 40 Minuten werden wir wahrscheinlich brauchen. Das werden wir dann sehen. Jetzt verlassen wir das schöne Gebiet da unten. Dschungelartig, ihr hört viele Vögel, Frösche, also einiges. Das ist schon Wahnsinn. Und so, jetzt gehen wir da hoch. Das sieht doch mal schnucki aus. Dann ab die Post. Nehmen wir das in Angriff. Jetzt fängt der Teil an, wo es nur noch nach oben geht. Ich denke mal 30, 40 Minuten. Einfach nur nach oben. Riesentreppen gelten als Steinblöcke. Also, das ist schon eine coole Gegend hier zu wandern. Ja, die ganzen Treppen, die sind hier in die Mauern. Also Fels reingehauen. Das macht natürlich Spaß. Treppen der Naturell, ne? So. Würde ich sagen, ihr hört noch ein bisschen Musik, guckt euch die schönen Bilder an und dann treffen wir uns verlauf dann wieder irgendwo, wo es noch steiler wird. Seht es, wir sind jetzt schon fast oben. Wir sind so auf der Höhe meines Geländes schon ein bisschen drüber. Das ist also nicht mehr weit. Da oben müssen wir hin. So, bitte. Da. Also wir haben es jetzt gleich geschafft. Jetzt soll es anscheinend ein bisschen steiler werden. Aber nicht so trotz. Der Weg, der ist schon schön. Ja, vielseitig. Das ist halt die der Vorteil hier im Norden, es wechselt die Umgebung, das Terrain wechselt enorm schnell, kommt auf die Höhenmeter an und in welche Richtung man geht, Richtung Meer oder hier, macht natürlich von der Vegetation dann einen riesen Unterschied und ist natürlich super interessant.
Auch fürs Auge. So, würde ich sagen, klettern wir mal weiter. Puh, so, wir haben es geschafft. Von der Seite sind wir nach Moya gewandert. Ja, dann gehen wir mal schauen. So, wie ihr richtig erkennen könnt, sind wir in Moya. Das ist total schnuckelig hier. Ich war noch nie in der ganzen Innenstadt. Ich habe es nur so immer gestreift an Wandertouren. Das hat viel mehr Geschäfte wie Viergas. Und es hat sogar einen rammelvoller Taxistand. Das haben wir im Viergas nicht. Voll gemein, voll Ding. Ich sehe auch, die haben zwei Bankomaten. Die haben nur einen. Also, ja, das ist ein schnuckeliges Städtchen. Ich würde mal sagen, wir suchen mal. Ich habe ein bisschen Durst. Vielleicht können wir uns irgendwo hinsetzen oder gucken wir mal den Preischeck. Ich habe mal geguckt und Moya hat so 7800 Einwohner. Also überschaubar, würde ich mal sagen. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwo ein Käffchen trinken. So, wir haben einen Kaffee gefunden. Ja, jetzt machen wir den Preischeck, wie so der Moya-Kaffee preislich ist. Naja, in Spanien ist allgemein der Kaffee plus minus. Also jeder sagt immer, ich habe mir Besseres vorgestellt. Ja, habe ich auch. Das kommt immer darauf an. Es gibt große Unterschiede hier. Würde ich mal sagen, Dean und ich, wir holen uns von diesem Aufstieg und dann gucken wir uns Moya ein bisschen an, die schöne Kirche und ja, das kleine Städtchen. Ja, wir sind hier auf dem Kirchplatz. Das ist eine wunderschöne Kirche. Und natürlich der Ausblick, der ist grandios. Also ist Wahnsinn. Da gehen wir doch mal ein paar Momentaufnahmen reinziehen. Übrigens, der Kaffee 1,50 Euro. Also kann man nicht meckern. Das liegt super im Budget drin. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal gucken. Sind wir hier durch Moya rumgelaufen. Das ist schon eine schnuckelige Stadt. Es hat auch extrem viele Aussichtspunkte, schöne Plätze. Die Stadt ist doch voll mit Geschäften. Also es hat mich verblüfft. Da gibt es einiges mehr wie in Viergas. Ja. Deshalb würde ich mal sagen, das war nicht der letzte Besuch. Jetzt gehen wir noch ein bisschen gucken. Ich wollte noch die Wassermühle Film. Aber die war nicht so toll. Deshalb dachte ich, das lassen wir sein. Ja, dann gehen wir jetzt mal gucken. Wir sind jetzt an Casa de la Cultura. Ja, da schauen wir mal ein bisschen, was es hier so gibt in der Gegend. Und schauen uns Moya noch ein bisschen an. Das kleine, schnuckelige Städtchen. Ich finde das extrem cool. Ja, dann gehen wir mal hoch. So, jetzt verlassen wir Moya, das schöne Ding, und werden jetzt wieder hier runter wandern, da ganz runter und dann hier wieder ganz hoch wandern, Richtung Viergas, mein Zuhause. Ja, das ist war schon schnuckelig, also das ist ein Besuch wert, es hat viele Geschäfte, auch viele Bars, also am Abend denke ich auch mal ein Besuch, sogar Taxis, Hanse, recht viel. Somit wäre es möglich, am Abend essen, trinken
und dann halt mit dem Taxi zurück, wenn es mehrere Leute sind. Ich denke mal, das wird nicht mehr wie 8 Euro kosten. Somit ist auch eine Möglichkeit, kann man da mal gucken. Aber auf jeden Fall war das doch ein schöner Besuch. Das Wetter so prima, Handgelenk, ihr seht das. Aber zum Laufen eigentlich nicht schlecht. Klar, für die Filmaufnahmen ist es einiges besser, wenn es Sonnenschein hat. Aber damit müssen wir jetzt mal leben. Ihr habt einen kleinen Eindruck gehabt, ups, wie das so funktioniert, wie das so aussieht in Moya und in Barranco. Also ist ganz witzig, man kann da einfach schnell hier runterlaufen und da wieder hoch. Das ist eigentlich noch recht witzig. Ja, würde ich mal sagen. Weniger quatschen und mehr auf den Weg gucken, weil der teilt sich immer. Ich muss da echt aufpassen, dass ich da mich nicht verlaufe. Würde ich sagen, bis gleich. Oh. Oh. Ja, erst in der Stadt und jetzt schon wieder mitten in der Wildnis. Das geht hier ratzfatz. Deshalb, ja, schlagen wir uns mal da durch. Gehen wir mal Richtung nach Hause. Das wird eine Zeit dauern. Ja, einmal berg runter, dann wieder berg hoch. Aber ist ganz schön. Würde ich sagen, fange ich noch ein paar Bilder ein. Und dann können wir noch ein bisschen den Weg genießen. So, jetzt sind wir wieder beim Aufstieg Richtung Viergast, mein Zuhause. Von da oben sind wir gekommen, vom Moya. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich konnte euch ein paar Eindrücke vermitteln. So habt ihr ein bisschen gesehen, wie es aussieht. War für mich auch mal super, Moya zu besuchen. Ist echt schnuckelig, die Stadt. Und dann würde ich mal sagen, ich danke euch vielmal für einen Kommentar, wo ihr drunter lasst, für ein Abo, für einen Daumen nach oben und für euer Interesse. Das ist ja nicht selbstverständlich, das ist super. Ich danke euch da mega für. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Freileben mit Pascal und Dean.